Ja, willkommen zum Liga 2-Rennen. Und wieso sehe ich nichts? Doch, jetzt sehe Und ich das. Liga 1 im Titel übrigens. Liga 1 im Titel? Ups. Huch. Sag's mir jetzt, Smitty. So ein Hater. Kann er mich wieder haten, weil. Schlechter Stream, ne? So, willkommen an alle. Wir haben heute eine Kommentatorenlegende am Start. Der Liga 1, amtierende Weltmeister. Smitty Hallo, hallo. Smitsen. Ja, es wird heute ein wahres DS-Festival. DS-Train-Festival, also schauen wir Eine mal, schnellste was. Strecke im Kalender hier Ja. heute. Alle sind Wird doch da. interessant. Ich freue mich. Also Brasilien verspricht eigentlich immer viel Spannung bei uns in den letzten Seasons. Also ich bin vorbereitet. Ja, ich bin auch hyped. Danke auf jeden Fall an die Follows, die reingekommen sind. Flaudi, danke. Und Lemonhead Twitch, danke für die Follow. Willkommen im Stream. Und Toni. genießt den DS-Train. Oli KLM. Du kannst mal Ausrufezeichen Liga einfach mal eingeben, wenn du mitspielen willst. Wo bleibt die Abstimmung? Ja, weiß ich nicht. Wer macht heute eine Abstimmung? Ich mach das nicht. Smitty macht heute eine Abstimmung. Hau mal Nein, raus. ich mach das nicht. Ach, du machst es nicht! Okay. Nee. Ja, dann müssen wir jetzt hoffen, dass es Parler macht. Wenn er Der da macht ist, das weil bestimmt sonst. gern. Übrigens ein trockenes Qualifying Trockenes zumindest. Quali, ja. Also ich hoffe, ich kriege auch Ich die gehe mal neuesten. kurz, den Kaelo machen, ne? Moment. Jo. Wo gehe ich mal hin? Ja, die da Ja, wer glaubt, die wird gewinnen? Oh, das ist unfassbar schwer zu sagen. In Liga 2 gibt es so viele Leute, die gewinnen können. Also Rocky sind so Favoriten. Pascalos, Bardo. bin zurück mit dem Wetterreport, es Karottenzieher. ist komplett trocken. Komplett trocken. Also können wir uns auf jeden Fall auf DS einstellen. Ja, aber ich muss auch sagen, DS-Trains. ich glaube, Brasilien ist mit Regen nicht so geil. Da lässt die Spannung schon ein bisschen nach. Also es ist viel Überholen hier, So, sehr schnelle jetzt. Passagen. Wir haben auch eine Vorhersage, Leute. Ich muss. Karottenzieher haut einen Sub raus. Kuss. 2 Monate hintereinander. Kuss geht raus. So, wir schauen mal, wo Action abgeht. Der erste ist diesmal. Ich glaube, das ist Tim. Ja, Tim. Ist Tim, ja. Bardo und Nico sind beide gut. Oh, da gibt's Also. schon eine 5-Platz-Grid-Penalty. Oh. Ja. Mies, mies. Da hat sich auch einer Gelb gedreht, haben einer wir von auch. den. Ist das Siko? Nico, ja, Pascal ist noch in der Box. Also Pascal ist traurig, wie er zusieht, dass er wieder eine Boah, Nico, huiuiui. dass er wieder eine komplett andere Strategie fährt. Dann schauen wir mal auf die erste Runde hier. Was ist eigentlich die Vorhersage, Smitty? Kannst du mal schauen. Was ich vorher sage, kommt Felix heute in die Top 5? Kommt Ah, Felix in die Top schwierig. 5, dann stimmen wir ab. Man kann es mittlerweile als Mod Kommt darauf abstimmen, an, ganz ob witzig. Felix, ich weiß, es kommt darauf an, ob er wieder meint, er muss Fast Lap holen. Dann nein, Ja. kommt ja. Oh, schwer, in Brasilien ist echt schwer. Ja, vor allem, also die Zeiten werden ja gleich so da beieinander liegen, das ist Aber ich weiß, dass unglaublich. Felix sehr, sehr schnell ist in Brasilien. Das weiß ich. Also mit Österreich werden wir hier die knappesten Zeiten Qualifying sehen, die wir jetzt in dem ganzen Kalender sehen Ja, auf werden. jeden Fall. Moin Frosty, wie geht's dir? Denk auch mal, ich glaube, die Pole wird, ich glaube, es wird eine hohe Sechser. Aber nicht tiefer, das denke ich nicht. So, jetzt hoffen wir mal, dass Bardi aus dem Weg geht. Das macht er. Da ist noch ein Red Bull. Der könnte Tim vielleicht sogar helfen mit Windschatten. Ja. Ja. Also da wird sich Tim schon ein bisschen bedanken, auch wenn es nicht Aber so viel er bringt. wird nicht so viel Ja, aber ein kriegen. bisschen was bringen. Ein bisschen was bringen. Rocky Er ist Dog. halt wieder rausgefahren Ja, von der gut. Linie, das wird nicht Ja. viel gebracht haben. So, Tim beginnt mit einer 177. Wer kommt danach überhaupt? Ich habe keinen Überblick. Es sind Ja, alle Leute um mich jetzt herum. kommen Das ist sowieso total schwierig. viele, ja. Also, Das ist schwierig. wir schauen einfach, was. Ah, Karotte ist noch eine Outlap. Boah. Schauen wir mal bei Bardo rein, oder? Adman ist nach 1 gefahren bis jetzt. Da purzeln die Zahlen aber gerade runter. 8-1, 8-7, 9-2.
Momentan die Racing Points auf 1 und 2. Da kommt der Felix, da kommt er. 1-7-3 hat er schon mal 14 runtergedrückt. Aber da ist noch einiges drin, also. Ja, aber Felix hat im Time Trial eine 6-6 gefahren. Also eben, also das meine ich, der ist halt unfassbar. Also, ja, das stimmt natürlich. Also, es ist wirklich schwierig, hier eine perfekte Runde zu schaffen. Die Strecke ist so kurz und ein Fehler versaut ja alles. Ja, oh, Bardo! Verliert ja fast die Kontrolle. Nico ganz knapp hinter Felix, 6000stel. SAD auch dahinter. Rocky jetzt auf 1, 7-1 schon. Der ist auch unfassbar schnell. Bardo auf die 2, 7-2. Hat der Fehler wahrscheinlich auch, dass hier ein Tunnel kostet, das kann ich mir gut vorstellen. Schlechten Exit auf der Gerade dann gehabt. Pascalus bleibt immer noch in der Box, also Pascal ist wieder mit einer umgekehrten Strategie. Andere Strategien hier. Karotte kommt mit einer 7-7. Erstmal nur auf die 7. So, jetzt haben wir alle, haben eine Zeit gesetzt. Ja, Hiko ist gerade noch. Hiko beginnt seine Runde, schauen wir mal. Auf Mediums aber. Auf Mediums. Oder die Reifen. Cuttet. Oh ja, also, das war ein sehr dicker Cut. Also. Er hat auch keinen Grip gehabt, also man hat das direkt gesehen, da ist kein Grip drauf gewesen. Mercedes wieder Medium, ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Vielleicht ist sich das auch so ein bisschen eingeredet bei Hiko von Pascalus. Ich glaube, der beeinflusst ihn so ein bisschen. Kann durchaus sein, also für Hiko ist das eigentlich nicht so empfehlenswert. Nee. Also es wurden auf jeden Fall auch gut Kanalpunkte investiert. 18.000 zu 14.000 dafür, dass er schafft. Gibt's einen guten Payout auf jeden Fall. Ja. Wenn das so knapp bleibt mit der Abstimmung. Felix 9.000 auf ja. Ach so, läuft das alles. So, haben wir noch jemanden schnell? Nee. Doch, nee, Karotte ist noch auf einer In-Lab, ne? Ja. Ja, Leute. Schauen wir mal, ob Hiko noch eine Runde beginnt. Hat er genug Sprit dabei? Stark, dass er abgeschossen wäre, wenn er jetzt auf sich selbst rettet. Ich denke, keine Fastest Lap heute. Bin gespannt. Auch der erste Rebuy-Fan im Chat, moin. Hoxon, 98. Heute gewinnt Jan, sagt Frostedia. Das weiß ich nicht. Nee, das brauche ich nicht. Und Lenny haut einen Sub raus. Dritter Monat in Folge. Dicker Kuss geht da nicht voll raus. Voll nice. Ja, die IRC ist echt voll nice, stimme ich dir zu. Ich sehe schon wieder, ich werde mich heute wieder mit Lenny battlen, wie jedes Rennen. Oder so, ihn raushalten, je nachdem. Atman fährt jetzt, glaube ich, die als erster jetzt da wieder. Nee, ist nicht Atman. Es ist Schofield, der platziert jetzt ist. Ja, wir schauen erstmal, was Hiko da zusammenbringt mit den Mediums. Haben wir leider keine Delta-Zeit jetzt wirklich. Naja, bei Schofield auch keine Delta, kann ich auch nicht gucken. Ist noch keine Runde gefahren. Na, Tim ist auch wieder schnell. So, Hiko setzt jetzt erstmal eine 7-8. Ist gut für eine Medium-Runde. Tim hat gecuttet, also das können wir schon wieder vergessen erstmal. Und Yeti haut ein Geschenk-Abo an Zani raus. Danke dir, Yeti. Kuss, Kuss. 20.000 auf Jahr von John. Puh, ja, ich seh's gerade. 37.000. Das war Schiebung heute hier. Auch nochmal Moin an Störchele und Tox. Und auch an Pummels. Moin. Willkommen im Stream. Ich werde mal bei Felix gucken, ob der jetzt schneller ist im Zeitraum. Ja, ich glaube, Pascalus wird wieder ganz am Ende mit Mediums fahren. Scovid auf die 1! 7-0! Respekt. Wen haben wir denn gerade? Wollen wir bei Fakes schauen. Danke für den Follow, Timme. Ja, ein Zehntel. Komm im Stream. Atman 6-9, die erste Sechserzeit. Ja, Williams 1-2 gerade. Schauen wir mal, wo Fakes landet. Ja, der Felix wurstet gerade so ein bisschen, glaube ich. Felix wurstet sich auf die 5. Boah! Zeit gleich mit Bardo. Zeit. Ja, Tatsache. Krass. Vivif hat sich auch nochmal verbessert. Auf die 7.
Tim hat gecuttet. Ansonsten sind alle noch relativ weit weg. Schau mal bei SHD Games. Ne, der hat schon cuttet. Aber sind alle weit weg gerade, ja. Ja, ja. Aber ich alle gerade. Samuel war Startziel retired. Oh. Ja. Oh, da steht der Reifen. Oh, da ist Goofy gerade über den Reifen gefahren. Zum Glück haben wir keine Simulation. Dann wäre der so auch weg gewesen. Sebastian Weber 0,4 im Delta. Eine mittlere 6er ist drin. Und das kann einen dicken Sprung geben. Ja, und der Haas geht da immer noch. Ja, also wirklich auf der Ideallinie. Auf die 9. Gute Zeit für ihn. Geht dann noch ein bisschen offroaden nach der Runde. So, Karotte hat auch gecuttet. Das muss jetzt noch kein Quali noch sein. Ich würde mal sagen, wir gehen auf FAD, oder? Der jetzt gerade im Center ist. Komm mal. Der muss nach vorne kommen hier. Der muss nach vorne arbeiten. Noll hat 15k auf Nein gesetzt, weil es wird immer mehr 38 zu 32.000 Grad. Wahnsinn. FAD will auf jeden Fall nicht auf 8 sein. Das möchte er auf jeden Fall nicht. Das ist nicht gut. Da muss er noch nach vorne kommen. Lulu predicted Schofields auf der Pole und. Und er verkackt wieder im Rennen. Und Sam ist rausgegangen. Weiß ich nicht warum. Also, es war auf jeden Fall nur er selbst da im Crash involviert. Ich ja. Hab kein Auto gesehen. So, Spielemann 2 Zehntel im Delta. Wo geht die Reise hin? Fällt das sehr eng, macht das gut. Auf die 6, 7-3. Schauen wir direkt mal auf sein Teammate. Ja, der ist knapp nach vorne. Schauen wir auf sein Teammate, der ist absolut noch weg. 2-10 hat er im Delta. Wird auch einen Sprung machen. Aber auch nur auf die 8. Für den dreimaligen Winner. Das ist toll von den Alfa Romeos heute, muss ich sagen. Ja. Sagen wir es wieder da. Derweil schauen wir bei John, der hat noch gar keine Zeit. Gut, die Kurve hat er gar nicht getroffen. Apex verfehlt. Danach Pascalus ist schnell grad, seine erste Runde. Dann wäre John fertig. Sven haben. Hat alles auf Nein gesetzt, all in auf No. John nur auf 9. Die 15. Jetzt Pascalus hat Traffic vor sich, einiges sogar. Da muss man hoffen, dass die es alle raffen. Aber es ist ja auch der Nachteil an seiner Strategie. Er fährt immer so spät raus. Ja, vor allem fährt er jetzt doch wieder die Softs. Ja. Also, ja, denn die hat es gerade so noch gemerkt. Ich glaube, das hat ihn schon ein bisschen... Aber, ja, es ist vor allem auf der Strecke wie Brasilien halt total schwierig. Ne? Wenn du spät rausfährst, dann musst du halt die Runde hinkriegen. Und wenn ja. Der Traffic vor dir ist, dann, ja. Ihr müsst Titel ändern. Ja, kann mal jemand den Titel ändern? Ich möchte jetzt nicht raustappen, deswegen. Müsste alles passen, nur die 1 und die 2 ersetzen. Das kann es auf die 4 immerhin. Aber. Ja, Kuss. Indessen Bardo kommt, aber sich nicht auf einer Verbesserung befindet. Ja, Pala ist meistens Brain AFK. Hä, natürlich kannst du den Titel ändern. Lauer dich, Pala. Ich hab's ja geändert, Pada, ich weiß nicht. Bardo auf die 1! War er denn die Zeit noch rausgeholt? 2000stel schneller! Starker letzter Sektor. Und Schofield ist auch schnell. Und er ist schneller. Aber minimal. Oh. Ja, geht in die Box. Ja. Hat's will lieber noch eine Runde setzen, glaube ich. Hat sich nicht gelohnt. Auch wieder spannender da in der Prediction. 38.000, ja 39.000 jetzt für Ja und 34.000 für Nein. Die Kuh ist auch langsam. Haben wir denn gerade noch schnell? Fakes, maybe? Nee. Nee. Pff, Hiko ist immer noch. Keiner, oder? Ah, Hiko hat die Softs Lucky, drauf. Lucky, nee, gecuttet. Hiko hat die Softs, ja, 15 Verbesserung. Das wird einen dicken Sprung geben. Das wird ordentlich, ja, das wird ordentlich. Hiko auf die 9. 9, ja, immerhin. Heute ist wieder ultra eng, ne? Also, wenn man mal die ersten vier sich alleine anguckt. Das war zu erwarten auf so einer Strecke. Renault?
Deswegen mag ich diese Strecken, weil es einfach so knapp im Qualifying ist. Und auch auf der Rennpace wird das super interessant gleich. So, Radek und Danny sind noch ein bisschen off-pace heute. Auch beide in der gekattete Runde. Ja. Ist gerade wieder niemand schnell unterwegs. Aber mehrere Outlaps jetzt, also jetzt kommt gleich der letzte Run nochmal von den meisten. Jetzt wird es natürlich wichtig, auch das richtige Timing zu treffen hier, ein richtiges Fenster zu erwischen. Also du willst jetzt nicht, dass die ganzen Outlaps da im zweiten Sektor vor dir rumgurken, während ja. du da die Hot Die werden jetzt alle reingehen und nochmal neue Reifen drauf. Rebeef ist übrigens schnell, müsste. Ja, Rebeef ist schnell. Samuel, was er passiert? Er hat ein recht gutes Fenster erwischt, der sollte keinen Traffic haben vor sich. Ja. Ist auch ganz ordentlich unterwegs eigentlich. War ja sehr lange weit vorne mit dabei. Jetzt haben sich einige dazwischen geschoben. Aber es ist ja eine Verbesserung durchaus noch drin. Controller einfach disconnected. Ja, vielleicht mal ein neues Kabel, maybe? Oder anderer USB-Port vielleicht, weiß nicht. Also bei mir ist manchmal auch, dass der sich disconnected, aber jetzt nicht in Formel 1, sondern in anderen Spielen. Ja, Bardo ist gut, das wissen wir. Achso, ohne Karre, ja. Gut. Rebeef, ein Zehntel in Delta. Fährt das auch schön innen. Moin, Repuls. Suchst deinen Sohn. Wer ist denn dein Sohn? Rebeef auf die 10. Oh, das ist knapp. Das ist unfassbar knapp. Auch vorne, ne? 1 und 2. Das ist super knapp. Samuel Weaver macht dir einen Ausflug ins Gras. Lenny F1 heißt der hier. Lenny F1, ja, okay. So, wir schauen mal. Schofield wird hier ein bisschen gezogen von Pascalus, wie es aussieht. Fast ein halber Zehntel im ersten Sektor schon mal geholt. Flaudi auch der natürlich Sohn von auf jeden Fall hier in Team Williams. Ich muss natürlich Williams unterstützen heute. Das ist wichtig. Ja. Der größte Unterstützer Rocket ist nicht da. Ja, im Rennen machen sie sich oft kaputt. Das ist ein bisschen schade. Danke für den Follow, geiler Hans88. Willkommen im Stream. Er ist natürlich auch ein Rebeef-Fan mit dem Namen, natürlich. Ja, klar. Ja, typisch. Ah, Schofield, ziemlich dieselbe Zeit. Umfrage ja, ist abgelaufen. Der gerade kann auch noch einiges bringen, wenn er jetzt besser hinbekommen hat. Ja, ist halt die Frage. Nee. Deswegen hätte ich aber auch gerne geht Minisektor. Gas. Das, bin ich ganz ehrlich. Aber will noch eine Aufladerunde machen. Wenn er das wirklich machen will. Oh, Rocky, das war's auch nicht. Pascalus beginnt seine. Oh, ne, die kann er auch direkt wegschmeißen, ja, Pascalus. Das war's. Karotte ist, glaube ich, auch SHD. Langsam. Ne, Karotte ist schnell, die sind beide ineinander schnell. SHD ist dahinter, ja. Ich guck bei Karotte. Karotte 2 Zehntel. Moin, Liak. Es wird auch ziemlich dunkel jetzt, also. So, Karotte geht auf die 7. 1-7-1. Wahnsinnige Zeit, um ehrlich sein. Ist er dir in die Box gecuttet? So, wen haben wir denn jetzt noch? Tim fährt noch. Keto, ja. Und wir haben noch Outlaps. Ja, die schaffen das, glaube ich, eh nicht da hinten. Radek bleibt heute letzter. Heute nicht so erfolgreich. Denkst du, die Zeiten sind immer noch verbuggt, dass wir jetzt eine Minute haben? Ja, ja, auf jeden Fall. Soweit ich weiß, nicht nur. Soll alles trocken sein, oder? Tim geht auch vom Gas. Also, ich würde natürlich in Brasilien feiern, wenn es am Anfang trocken ist, in der Mitte regnen, damit er trocken wird, ne? Das würde ich absolut feiern hier. So, schauen wir mal, wo ist Bardo? Ne, Bardo ist weiter weg. Bardo. Ja. Atman auf jeden Fall. Gleich der größte Konkurrent hier um die Pole Position. Ich liebe Rebeef. Was geht? Saufen und siegen. Hat man. Er muss zwei Tausendstel muss er finden. Ist aber 10.000stel langsam aktuell. Alles entscheidet sich jetzt auf der letzten Geraden. Die muss er schön innen nehmen. Macht er. Und es reicht nicht für Hartmann. Schade. Schofield wirft auch weg, letzte Kurve. Fakes kommt. Fakes auf die 1! Oh, Wahnsinnsrunde! Ja, warte ab, Bardo ist auch schneller.
kriegt es ein bisschen Windschatten vielleicht sogar, ja. Aber die Runde vom Fakes, das wäre absolut krank. Und Bardo schafft es nicht! So knapp! Nico fährt nicht mehr schnell. Hiko ist noch schnell. Kann er sein Teammate holen vielleicht? Ja, und sein Teammate, Pascal, los. Das ist krass. Das auf ist die krass. 8. Das hätte ich nicht erwartet. John nochmal, 14 Lem Delta. Das gibt auch nochmal einen Sprung. Hier muss er viel mehr innen fahren. Viel zu weit ausgeholt hier. Und John auf die 12. Hinter Rebeef. Lucky hat gecuttet, glaube ich. Ey, komm nochmal, da kriegt Windschatten von Lucky so ein bisschen und. Habe ich nicht gesehen, wo er gelandet ist. Kannst du immer noch töten im Rennen, der Felix. Oder? Auf die 17. Also, es geht ja ums Rennen, Top 5. Genau, ja. Geht ums Rennen. Welcher war er denn? Erster, ne? Ja. Ja. Hab ich wieder vergessen. Ja, machen wir kurz Screenshots. Krasses Ergebnis. Ach, also guck mal, wie knapp das da vorne ist. Ja. Huiuiui, das wird geil. Ja. Es sind die ersten 15 in einer Sekunde. Respekt. Also, Fakes holt die Pulver. Bardo vor den zwei Williams. Atman Schofield, Rocky auf der 5, Nico auf der 6, Karotte auf der 7, auf der 8, der erste Mercedes mit Hiko. Pascalus nur auf 9, Spielemann nur auf 10, Rebeef auf 11, John auf 12, Tim auf 13, 14 Bastian Weber, Shepard 15, Lucky 16, L 17. Dann haben wir noch Danny und Radek. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Rebeef, mach mir ein Kind. Gutes Rennen. 4 ist dahin in den ersten Top 6, ja. Rocket Chip und Pala schreiben dasselbe. Sehr gespannt, was jetzt für Strategie gewählt werden. Also die schnellste Strategie ist ja eigentlich Soft Medium, ne? Aber es ist durchaus möglich, dass man mit einem frühen Undercut auf die Hard, also Soft Hard, die Leute, die Soft Medium fahren, undercutten will. Da man hier schlecht überholen kann durch die Trains, könnte sich das vielleicht lohnen. Danke für der Follow, Chino. Willkommen im Stream. Lenny schreibt's auch. Jetzt wird's nicht mehr lustig, Lenny. Ab dem Punkt. Nee. Smitty, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Dich nicht unterbrechen. Ah, perfekt. Wir haben nur zwei Leute, die andere Reifen genommen haben. Lucky Rebeef mit den Mediums, sonst alle Softs. Ja, Lucky würde sogar zutrauen, dass er damit nach vorne kommt. Wenn noch vielleicht mit fragwürdigen Aktionen, ja, weiß nicht, mal gucken. Sebastian Weber wird schon mal disqualifiziert. Zusammen mit Radek, die zwei letzten. Hatte Fakes schon mal eine Pole diese Saison? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich kann da mal eben gucken. Ich bin da. Kann da eben mit einem schlauen Doc gucken. Oh, hat sich schon angedeutet. Ja, nächstes Season auch Liga 1. nee. Nicht. Fakes mit seiner ersten Pole. Also, mich wundert, dass so wenige wirklich Mediums genommen haben. Oder, naja, mein anderer Reifen. Findest du? Ja. Ich finde das ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Die Softs sind halt super gut hier, ne? Ja, natürlich, aber man kann natürlich mit Medium starten. Ja, mit einem Safety Car kann das einen großen Vorteil geben, zum Beispiel. Das kann auch einen Nachteil geben. Das geht immer in die ja, Zeit, natürlich, ja, tun. Natürlich, ja. Schau mal, wir lassen uns überraschen, wie geht das Rennen. Und schau mal, was Pascalus machen kann. Bis jetzt ja immer aufgefallen durch sehr gute Rennen. Also, interessant. Also, der ist auf Platz 9, Pascal. Der muss jetzt nach vorne fahren. Ja, hat sein Teammate vor sich. Schauen wir mal. So, hinten kommt noch Danny und dann geht's in den großen Preis von Brasilien, Liga 2. Ich hoffe, der Ziel wurde mittlerweile geändert. Da. Perfekt. Mods können das nämlich. Mods können das. So, die Ampeln gehen an.
Wir haben schon mal 6, 3 gelb, auch gut. Sammeln sind aus. Reddick Durchfahrtsstrafe und jetzt geht's auch wirklich los. Und ein Red Bull hatte dann sehr guten Start. Der andere wurde schon die Wand gedrängt. Von dem anderen. Ich glaube, die beiden Red Bulls haben sich gegenseitig in die Wand gehauen. SHD wird da übelst in die Mitte geschubst. Ich glaube, Rocky hat Nico in die Wand geschoben. SHD wird gedreht. SHD wird gedreht. Carotta hat schon viele Plätze gewonnen. Obwohl, naja. Boah, was ist da passiert? Was ist da jetzt passiert? Bardo hat übrigens die Führung immer noch vom Felix. Starker Start von Bardo. SHD war da im Tenner erst ein bisschen in der Mitte von allem und dann, ja. Oh, Karotte gegen Atman. Direkt nebeneinander hier. Oh, und drängt da Hiko so ein bisschen aufs Gras weg von innen. Der war nämlich auch schon daneben. Kannst du mal schauen, ob Nico einen Flügelschaden hat? Nico? Ja. Also, da muss es eigentlich eine Berührung gegeben haben oder er ist extrem gerutscht am Start. Ja, beide Endplates. Beide Endplates. Ja, okay. Also wenn Nico läuft, nicht gut. So, jetzt lass die Windschattenspiele gewinnen und Schofield macht Druck auf Felix. Oh, übers Gras! Da gibt's schon mal Gelb. Da hat sich einer gedreht. Das ist Nico, glaube ich. Ich weiß nicht, was da jetzt wieder mit Nico wieder war. Da ist nichts, da war nichts. Da war. Wo hat er die Boxeinfahrt verpasst, fast, oder? Das kann gut sein. Ja, 4 Flügelschäden. John, Keto, Sebastian Weber, Nico und Radek, der eine Durchfahrtsstrafe hat. Der aber direkt wieder am Feld dran ist. Also, das hat. Ach ne, der hat die immer noch. Der hat die Strafe immer noch. Ja, die Deltas sind ein bisschen sehr verbuggt gerade. Ja, das kennen wir, das dauert jetzt wieder 2 Runden. Rocky hat sich Schofield geholt. Ah ja, weil er übers Gras gefahren ist, ne? Ja, und Baskalos hat hier seine Chance nicht genutzt am Anfang. Jetzt kriegt er gleich ein Problem im DRS-Train. Ja, Rocky sieht sehr, sehr stark aus aktuell. Hat aber er auch, Bardo. Muss man natürlich sagen, hat ein einfaches Spiel da bei Schofield. Ja, die haben sich da Fakes und Schofield haben sich da ein bisschen selbst gedrängt. Also die ersten 9 sind alle im Train und wenn Rebeef da dranbleiben kann mit den Reifen, ist das ein großer Vorteil. Rebeef muss alles daran setzen, an den Train dran zu bleiben. Ab Samuel ich denke schon, dass er dranbleiben kann. Aus seinem zweiten Sektor wird es ja schwer für ihn. Ab Samuel beginnt der zweite Train. Der geht dann bis hinten auf die 16 und dann haben wir die Leute, die gestoppt haben. Also es ist sehr früh eine ganz klare Train-Bildung. Und jetzt ist der DRS aktiviert, ne? Ja, aber ich denke schon, dass Rebeef da ein bisschen dranbleiben kann. Der kriegt halt mehrfach einen Windschatten natürlich, muss man bedenken. Der ist der letzte im Train hier. Natürlich super gut. Lulu tatsächlich hat Liga 2 öfters so viele Zuschauer, also... Eigentlich hat Liga 2 immer so viele. Ja. Also nicht so, aber so im Schnitt. Ja. Das kommt auch, glaube ich, daher, dass auch viele Liga 2-Fahrer hier im Stream sind. Ja, ist so, Lulu. Ist so. Also ich glaube, unser Rekord war mal 70, 72. Und es gibt einen Angriff. Fakes gegen Bardo. Fakes geht erstmal vorbei, der hat aber auch alles weggeböllert gerade. War... Ach, die Kamera, ne? Eieiei. So, Bardo ist noch nah dran, schiebt ihn fast hier durch Senna S. Er verdrückt auch durch, also die wollen sich direkt battlen am Anfang. Ja, die drücken na, beide gerade. Na, Bardo lässt dabei erstmal. Aber immerhin kann man ein bisschen aufatmen von den und beiden, weil Carlos auch ein bisschen. Hat ein bisschen den Anschluss verloren am Train. Ist an Hiko vorbeigegangen und jetzt muss er den Anschluss wieder herstellen. Während Rebeef na. Druck macht auf Hiko. Also Rebeef kann nicht gerade sogar. Im Train die beiden Williams hier, die haben nämlich einen guten ERS-Überschuss im Vergleich zum Rest, die alle gerade drücken. Tim war nochmal in der Box, kann das sein? Das kann gut sein, ja. Also wäre nicht letzter, der war eben noch 16. Ja. Guck mal eben. Müsste aber eigentlich. Ja, der war nochmal drin. Tim war nochmal drin, wahrscheinlich in der Boxenausfahrt? Und Flügelschaden nochmal. Ja, aber ich denke mal, der Boxenausfahrt für sich. Kann gut sein. Natürlich sehr gefährlich hier, wenn man hier zu viel durchdrückt. So, SHD Games holt sich
den ersten auf seine Aufholjagd wieder zurück. Und jetzt gegen Lucky, das wird jetzt interessant, glaube ich, da vorne. Erste Durchfahrtsstrafe. Da hinten natürlich. Erste Durchfahrtsstrafe. Durchfahrtsstrafe. Erste Sekundenstrafe für Hiko. Also für Riri sieht es aktuell gut aus. Wenn er dran bleibt, jetzt ist er natürlich ein bisschen rausgefallen. Ja, er ist rausgefallen, das wird so schwierig. Jetzt muss er das zufahren innerhalb der Runde, weil sonst wird es schwierig. Und wir haben gelb auf der Stadtziel. Shepard? Ist das? Nee, ja, das ist Sebastian Weber mit den Harz. Fährt wieder weiter in die Box rein. Also ist da am schmalsten klar. Tim jetzt auch eine Zeitstrafe. Ja, wo er sich die denn geholt auf der Geraden. Zu sehr in gefahren wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, Bardo, der drückt aktuell nicht durch. Ich glaube, der wird jetzt erstmal ein bisschen sparen. Ja, der ist natürlich auch super stark hier auf der Strecke. Also sie haben sich jetzt dafür erstmal entschieden, dass Fakes jetzt erstmal das Feld anführt. Ja, das könnte bei jetzt drückt er. Vorbeiziehen. Jetzt kommt der Angriff von Bardo. Hinten passiert nichts. Bardo wieder vorbei. Hat auch keine Möglichkeit. Er musste vorbei. Kann er nicht hinten bleiben, wenn er so nah auffährt. Ja. Ja, Reweave hat leider den Anschluss verloren. Jetzt muss er sein eigenes Rennen fahren. Am massiven Anschluss verloren. 3/10 über eine Runde. Spielemann gegen Lucky. Oh, da gibt's eine Berührung. Aber Spielemann ist vorbei. Danny jetzt neben Lucky. Hat auch Softs im Vergleich zu Lucky. Ja, lässt er aber nach. Ganz vorsichtig, ja. Ja. Auch Hiko kann den Train nicht mitgehen, so wie es aussieht. Hat jetzt auch den Anschluss verloren an Pascalos. Natürlich die Frage, wann und auf was für Reifen die Leute gehen. Ja. Also wie gesagt, ich vermute, schnellste Strategie ist Soft Medium. Man könnte es aber mit einem Soft Hard undercutten. Ehrlich zu sein, keine Ahnung. Da musste ich meine WDL dieses Rennen hier gefahren, da war es am Regnen, von daher weiß ich es auch gerade nicht so wirklich. Es muss einem auf jeden Fall bewusst sein, dass wenn man jetzt in die Box geht von den Führenden, dass man vielleicht hinten in den Traffic reinkommt. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem, ja. Die Strecke ist so kurz, also dann kriegst du massiv Probleme, wenn das passiert. Und aus Liga 2 wissen wir ja, dass wir einige Leute haben, die dann nicht einfach dann einen vorbeiwinken, wenn man schnellere Reifen hat. Ja. Kritisch. Voll entspannt sich das so ein bisschen. Rocky muss ein bisschen drücken, um im DS zu bleiben. Da gab's einen Dreher, Reebief hat sich gedreht! Oh, ärgerlich, hatte eine extrem gute Pace eigentlich. Hatte eine so gute Pace eigentlich. So gute Pace auf den Mediums. So schnell wie Hiko gefahren. Hatte ich zumindest mal nicht die Frontflügel angehauen. Nee, der ist noch ganz zum Glück. War es nicht mal soft hard? Hat er mal jetzt sehr heiße Reifen und dreht ihn nochmal. Ja. Und weg ist er nochmal. Ist ärgerlich. Währenddessen Pascalus. Bei Karotten, hat keine DRS. Guck mal, also er blinkt, nichts. Er blinkt. Gar nichts. Aber Cortes hier blinkt auch. Ja, blinken beide. Es hilft aber nicht den Kampf da vorne, wenn die beiden jetzt beide blinken, die werden sich aufholen können. Wenn die sich jetzt fighten, werden die immer weiter von vorne wegfallen und gleich nicht mehr im DRS sein. Ja, ja. Ja, das ist ein Teufelskreis. Einmal Anschluss verlieren, wenn man keine Energie hat, ist schlecht hier. Ich werde mal dir die Punkte erstatten, Markus. Ich habe nämlich auch schon einen... Rebeef Interview requested. Rocky 3 Sekunden, der erste in der Vordergruppe, den es getroffen hat. Jetzt mit dir hat wieder direkt, also ich weiß nicht, der Stream war dann 2 Minuten online. Kam schon. Ja, sicher. Oder gibt es einen Angriff, oder? Ah ne, ich glaube, da ist einfach nur Scofield ein bisschen rausgeschert. Da könnte es jetzt aber einen Angriff geben. Rocky hat Probleme, hat den Anschluss verloren, hat kein DRS mehr. Die ersten zwei haben sich abgesetzt. Jetzt muss natürlich Scofield schauen, dass er da vorbeikommt, wenn Rocky die Pace nicht gehen kann.
er ist auf jeden Fall im Vorteil für Schofield. Ja. Er wird aber jetzt auch vorbeigehen, schätze ich. Außer Rocky drückt natürlich, das ist natürlich die Frage. Ja, aber selbst wenn, normalerweise ist das DS so stark, dass man es trotzdem schafft. Ja, kommt auf den Exit jetzt an. Nein, ich müssen die auch die Position wechseln. Das müsste eigentlich auch Rocky einsehen. Weil er hat den Anschluss verloren. Es wäre sinnvoller, wenn er sich jetzt erstmal ziehen lässt. Da haben gerade zwei Leute gleichzeitig Verwarnung bekommen. Währenddessen ist Schofield auf die 3 geht. So, jetzt muss er irgendwie 1,7 Sekunden zufahren. So schnell wie es geht. Das wird schwer. Aber auch Felix ist da schwer, knapp, ja. Knapp. Also Felix hängt da im DRS noch drin, aber es Bardo ist, macht Druck, ja. Bardo macht Druck. Ja. Wunschinterview auch für Felix. Werden wir nach dem Rennen auf jeden Fall berücksichtigen. Während es hier einen Dreierkampf gibt und großer Crash! Ich war nicht drauf. Ach du Scheiße. Was hat... Ich will gar nicht mutmaßen, was hier gerade passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Also aber da hat einer... Getuckt, oder? Da fehlen Endplates. Ja, Samuel und ey, haben sich da... Also einer von den beiden hat gerade ganz großen Mist gebaut. Kann dir aber die echt beiden Zeiten irgendwie immer noch da hinten mit kaputten Füßen. Also ich kann dir gar nicht sagen, wer da wirklich schuld war. Aber einer von denen hat richtig Mist gebaut. Das kann ich dir sagen. So, Lucky ist jetzt mittlerweile schneller als SAD, glaube ich. Was machen die? Eieieiei. Moin Lenny, grüß dich. Oh, Spielermann geht jetzt schon rein. Oh, Al ist tot. Oh. Ja gut. Ich hoffe, es gibt keinen Safety Car. Sieht aber auch nicht so aus. Er hat sich schön in die auf der Geraden in die Wand anlastiert. Sieht man auch nicht so alle Tage. Der Spielermann hat, glaube ich, auf den Safety Car gehofft. Das Glück hat er nicht bekommen. Gucken, wo er rauskommt. Hat eine gute Lücke erwischt zwischen Nico und Redek. So, wie sieht's vorne aus? Ja, also die ersten, ziemlich frech, die ersten zwei haben sich abgesetzt. Danach haben wir einen kleinen Trail mit dem Gelb. Nico ist auch gestorben! Das könnte vielleicht auch ein Safety Class geben oder ein Faust. Aber wie ist das? Ah, der hat sich wahrscheinlich auf den Curb weggehauen, maybe. Ja, das kann gut sein. Kein volles Safety Car. Schauen wir mal, ob wir hinkommen. Wo steht er denn? Ah, ist schon weg. Ja, okay. Kann sich eigentlich nur auf den Curb weggehauen haben? Ne, bei Alpha läuft's nicht. Aber Spielmann hat sich ja sehr früh entschieden. Und Shepard hat sich auch entschieden zu stoppen. Waren die führende Mann schon vorbei an der Station, oder? Sonst hätte man durchaus stoppen können. Ich nicht drauf geachtet. Ich hab dir eher gerade die Frage im Kopf, ob Codemasters vielleicht nicht mal bei so VSCs oder so für die Spectator ein Delta einbauen könnte. Dass man dann auf den Dashes von den jeweiligen Fahrern das Delta sieht. Das wäre mal eine nice... Lucky-Durchfahrtsschafe! Ja. Genau wegen sowas nämlich würde ich gerne mal sowas sehen können. Und da hat sich wieder einer gedreht. Ja. Das steht Tim. Da. Tim, ja. Kannst du mal schauen, noch jemand eine Durchfahrtsstrafe bekommen? Ich kann ja nicht auch selbst gucken, nee, oder? Jetzt nur Lucky. Nur Lucky, ja. Ja. Tim kriegt 10 Sekunden dafür. Ach. Ja, gutes Spiel. Gutes ja, Spiel. Ja. ohne Worte für das Spiel. Kennst du doch, oder? Man darf nicht von der Strecke zurückfahren, wenn man auf dem Gras war, dann kriegst du direkt mal einen drauf. So, jetzt könnte aber Pascal ist jetzt Angriff sehen. Vorne hat sich durch das VSC jetzt alles gesplittet. Rocky ist in die Box übrigens, auf die Hard. Der hat aber nicht so gut das Fenster, der landet direkt hinter Shepard und ne, wer ist das? Ferrari? Ja, wer ist das denn? Achso, das ist Sebastian Weber, deswegen der Renault. Das ist hinter Lucky gelandet.
eigentlich nur noch Pascalus, der etwas wir. Ja, Pascalus ist dran geblieben. Der Rest hat. Das ist auch sehr viel eher ist. Also, der wird jetzt auch vorbeigehen. Ich denke mal, Korte wird es jetzt auch einsehen. Und beide Führenden gehen in die Box. Keiner lässt sich undercutten. Beide Williams von weiter. Pascal, das drückt aber super lange hier durch. Ja, Karotte hat sich auch schwer getan. Also. Karotte wollte ihn da doch nicht ziehen lassen, glaube ich, am Ende. Er drückt jetzt auch nochmal. Und das ist, glaube ich, vergeblich. Ja. Keine ES mehr. So, die führen dann. Da ist erstmal alles gleich geblieben. Die haben wahrscheinlich auf den Undercut von Rocky reagiert. Aber der ist noch meilenweit entfernt. Und die sind auch vor Lucky rausgekommen. Die haben eine sehr gute Lücke erwischt. Aber interessant hier, ja. Du würdest wahrscheinlich auch sagen, ne? Ich möchte es auch sagen. Bardo hat die Hards, Fakes hat die Mediums. Können zumindest jetzt mal am Anfang vielleicht einen Wechsel geben. Ja, aber Bardo muss eigentlich nur dranbleiben. Was passiert bei Nico? Nico muss sich wohl gedreht haben. Und da wahrscheinlich in die Wand rein. Kurve 4. Ja, die Mediums müssen zum Ende eingehen. Das wird spannend. Schofield in der Box. Ja, Schofield in der Box. Ah, Fakes will es ohne Überholen machen. Und er macht es auch. Das ist gut, dass sie jetzt fighten. Das ist super gut für Schofield. Ah, Schofield war zu weit weg vom Stop. Bardo bleibt erstmal vorne. Atman 3 Sekunden. Obwohl Schofield ist saunah dran. Oh, Schofield hat die Schofield ist aber super nah dran. Überraschenderweise. Also für mich kommt das sehr überraschend. Er hat eine Sekunde aufgespart. Schofield ist direkt im DS-Fenster und spielt jetzt eine Rolle hier im Sieg mit. Jetzt haben wir VC. Bibi oder Tim? Ja, knapp. Tim, also das wird für Edmund nicht reichen da vorne. Tim hat's weggedreht, scheinbar. Hätte ein bisschen später kommen müssen, dann wäre es natürlich absolutes Edmund. Aber jetzt, ne? Ja, also Edman, Pascalos, die könnten trotzdem profitieren, ne? Und Schofield war so nah dran, Edman war nicht weit weg von Schofield, ne? Vor allem, wenn die jetzt komplett in die Box rasen, ist das Delta halt weg und sie müssten nicht auf das Delta achten, das ist egal. Aber es ist am Ende der Box wieder da und wenn dann das ganz blöd kommt, kriegst du eine Durchfahrtsstrafe. Ja gut, das stimmt natürlich, das kann passieren. Ja. Das müsste jetzt einen Führungswechsel geben. Für Edman. Pascalus ist dann Zweiter. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ist unfassbar. Und jetzt ist der jetzt deaktiviert. Das war perfekt. Nee, Pascalus wird. Obwohl, die kommen jetzt. Fakes kommt. Edmund. Oh, das ist knapp. Ich glaube, Fakes holt sich die Führung wieder, oder? Ja. Edmund auf die 2. Fakes auf die 1. Pascalus auf die 5. Aber jetzt ein kleiner Reifenvorteil erstmal. Ja, nur Bardo hatte die Hard. Also, wie das Spiel es wieder geschafft hat, die Unterschiede wieder komplett zu vernichten, ne? Direkt. Bei den Top 5 da vorne. Wahnsinn. Edman hat natürlich eine Strafe, das ist super ärgerlich. Und hat auch direkt schon fast den Anschluss verloren, jetzt muss er kämpfen. Also, wenn Edman jetzt den Anschluss verliert, an Fakes, wird das ziemlich ekelhaft für ihn. Für alle eigentlich, für alle ist das schlecht, außer für Fakes. Ja, für alle auch, ja. Ich glaube, Pascalus könnte einen Angriff starten gegen Schofield. Ja, ja. Aber DRS, also das wird schwierig. Ah, nee, noch nicht. Trau dich, was kommt, Pascalus? Noch nicht, er traut sich nichts. Das hat man schon gemerkt, da auch überhaupt nicht gedrückt ich hat. Ich will einmal sehen von Pascalus, dass er sich sowas traut. Aber jetzt. Jetzt macht das. Natürlich besseren Exit, also. Ah, ja, außenrum kostet Zeit, ist jetzt aber schneller. Pascalus hat 4. Also der macht bis jetzt ein richtig starkes Rennen. Von 9 oder 10 gestartet, oder? Das schwimmt mal nicht mehr. 9. Ja, also Adnan hat jetzt natürlich ein Worst-Case-Szenario für die 5 davon ausgelöst, außer für Fakes. Hat doch weniger ES als die beiden hinter ihm. Ja. Also für Bardo war das jetzt absolut bitter.
Pascalus macht richtig Druck. Also der will jetzt gerade. Pascalus pusht gerade richtig. Ich spür's. Denn in 30 Sekunden. Ja, Bardo zieht sich gut raus. Ich glaube, Bardo hat gute Topspeed. Pascal drückt aber auch nicht mehr. Lässt sich einfach ein bisschen ziehen. Danke für den Follow, Race Division. Moin, willkommen im Stream. Aber jetzt Bardo. Schafft er das wirklich mit den Harz an Edman vorbeizugehen? Hat Edman im Rennen so einen Pace-Nachteil und Bardo. Ah, aber jetzt setzt er daneben. Oh, die Kamera, Hilfe! Jetzt haben wir sie und er ist vorbei. Scofield 30, komm, Pascalus ist noch daneben! Pascalus, du machst krass! Pascalus ist vor. Nee, ist er nicht! Bardo auch 3 Uhr! Wo hat der denn jetzt 30? Jetzt hat Pascalus die bessere Ausgangslage. Pascalus ist vorbei an Scofield, an Edman. Und Scofield ist direkt dahinter. Aber wo hat sich Bardo da jetzt 3 Sekunden geholt, bitte? Das möchte ich auch gerne wissen, wo das war. Wieder irgendeine komische Codemasters-Ecke, die man nicht sehen möchte. Das sah richtig komisch aus. Pascalus hat der. Nee, mit den 2 Reifen auf dem Gras Edman überholt, ne? Respekt. Aber da hat er sich doch getraut. War ein bisschen Albon gemacht. Ja. Nur dieses Mal in gut vielleicht. So, Karottenzieher ist auch nicht mehr weit weg da vorne. Also, der kann auch bald wieder aufschließen, wenn die noch ein bisschen rum. Ja, der feindet halt nicht mit denen, der kann den frei fahren erstmal. Ja. Nein, das ist das Punkt. Das Geheimnis ist sicher das schlechte Quali von Pascal. Ja, ich weiß nicht, wie der das immer macht, dass der im Rennen immer so viel aufholen kann. Jetzt hier auf 3 mit einer sehr, sehr guten Chance hier auf Platz 2. Ich meine, Fakes ist natürlich jetzt erstmal weg, ne? Ja, wir haben noch einige Runden zu fahren. Also, ich würde da jetzt nichts zu sagen erstmal. Ja, natürlich. Aber er hat natürlich keine Strafe, ne? Das ist ein entscheidender Punkt. Die anderen 4 haben alle Strafen. Also ich glaube, das wird Safety Card ist gerade auf jeden Fall spannender gemacht. Gerade vorne auf jeden Fall. Ich denke, Pascal wird jetzt erstmal wieder 3-4 Runden warten, aufladen und dann einen Angriff setzen. Aber Bardo ist nicht so viel langsamer als Felix. Das ist gut für Pascalus. Edman scheint sich jetzt auch gefangen zu haben mit seiner Pace. Aber Scofield hat der struggelt da gerade. Ja, Scofield am struggeln, muss kämpfen. Knapp unter einer Sekunde da, das Fenster. Ja. Aber wir müssen mal auch. Ist gerade auf 15 gegangen. Ei. Ja, doch, schafft man. Doch, schafft man, doch, schafft man. Aber man ruckt am Ende ziemlich hart rum wahrscheinlich. Ja. Aber was man mal erwähnen muss, also für Rocky ist es absolut schief gelaufen, ne? Sein Undercut auf die Harz. Also ja. Er war vorher Dritter, ne? Durch das VSC und alles hat er ja wirklich alles verloren. Den Anschluss. Und auch nicht wirklich auf Karottenzieher. Naja, hat natürlich immer noch schlechtere Reifen gerade. Also. Und irgendwie schafft Scofield sich da dran zu halten. Das ist mir unbegründlich. Er schafft es irgendwie da knapp im Sekundenwenzel. Lucky Rasen in der Boxengasse. Liga 1 wird John und ich glaube Rade kommentieren. Edman nochmal 3 Sekunden. Ah. Felix ist einfach ein scheiß Schwitzer geworden. Also. Die Strecke ist ja echt schnell, also da kann ich zum Beispiel nicht mithalten. Jetzt hat sich das so ein bisschen entspannt vorne gerade. Ja.
Ja, Danny ist sehr nah dran, aber ich denke, Lucky bleibt durch den Boxenstopp jetzt auch vorne. Edman noch eine Zeitstrafe, ja. Also Edman wird Probleme kriegen durch die Strafen. Hat jetzt eigentlich nach 6 Sekunden. Grottenzieher ist natürlich noch gut im Strafendelta. Warum die Alpha schon wieder am Wursten? Ja, also Spielermann wurde, glaube ich, am Start gedreht, hattest du gesagt, Smithy? Ja, zweimal sogar fast. Also einmal fast und einmal komplett im Center ist. Ja. Und Karotte, der kann nicht ganz mithalten, hat auch ein bisschen den Anschluss verloren an die Spitzengruppe. Ist aber auch nicht wirklich langsam, also fährt ähnliche Pace gerade. Aber jetzt hat Edmund den Anschluss an Pascalus verloren tatsächlich. Und jetzt wird's eine 2-2er-Gruppe. Und jetzt Pascal, jetzt drückt Pascalus. Jetzt kommt auch der Angriff. Ja, das ist super einfach jetzt für ihn. Vorbei ist er schon. Aber Bardo kann da vielleicht jetzt Die nachsetzen. Kamera, ne? Da Also, es ist ja eben gerade. unfassbar. Die Kamera. Können nur darauf hoffen, dass wir im neuen Spiel auch mal bessere Kameraführung kriegen von Ja, Spectator. ja. Wenn Rocky die WM nicht gewinnen, dann tut, dass wir das tut, er wie ein Helim 2.0. So, jetzt muss natürlich ab Pascalus. 1,7 Sekunden, die sind nicht so weit weg vom Felix. Also das ist noch möglich. Also für Bardo wäre das gut, wenn Pascalus ihn da ranziehen kann. War vielleicht auch für Bardo gar nicht dumm. Also jetzt könnte es nochmal spannend werden. Kommt drauf an, was Pascal für eine Pace hier hat im Rennen. Ich denke mal, hinten wird es einen Angriff geben. Ich denke mal, Schofield wird sich jetzt Edman holen. Ja, wird vorbeigelassen. Ja. Oder wird. Ne, doch nicht? Was denn jetzt? Doch, doch, Entscheidet doch, euch. doch, doch, doch. Schofield vorbei. Aber was ich mich wunder, Bardo macht Ja, hier. aber Admin drückt. Hat man drückt. Hat er gerade zumindest. Ich dachte auch Bardo greift Pascalus wieder an, aber haben sie aber nicht gemacht. Das wäre auch dumm gewesen. Also der Bardo da Pascalus jetzt wieder zurück überholt. Wäre super unnötig gewesen. Jetzt wo sie gerade wieder näher an Felix rankommen. Ja, weit ist er nicht mehr. Aber es wird jetzt erstmal eine Aufgabe, da komplett aufzuschließen. John jetzt auch an die Box. Muss ich jetzt nochmal soft. Rebeef mittlerweile wieder auf Kommt der auch am Arsch der 12. Welt Nach raus. seinen zwei Drehern. Also für Rebeef wäre echt viel drin gewesen. Ne? Also da könnte durchaus auf 7 mitfahren. Oder 8 bei Hiko. Also auf 8 auf jeden Fall. Oder 9. Da ist ja eine riesige Lücke dazwischen. 22 Sekunden zwischen Platz 8 und 9. Was ist FL? 19201. Ja. Und 1000 langsamer ist Pascalos. 19202. Ja, langsamer, ne, wenn er schneller ist. Ja, 1000 langsamer ist die schnellste Runde. Von Pascalos. Egal. Oder was Ich meinst du? glaube, so ein Thüringer Satzbau, deswegen. Also, Das passt schon. okay. Ja, also man muss auch mal einen Thüringer Satzbau einbauen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Pascalus nicht aufholt. Aktuell. Zumindest mal nicht Ja, das viel. wird aber interessant, ob das jetzt irgendwie vielleicht noch Felix und Fergus wird da am Ende. Zwei Runden ältere Reifen. Ja. Also für Pascalus ist wieder alles in dem Rennen gelaufen. Muss man mal ehrlich sein. Also. Man kennt's ja. Ja. Er ist nichts Neues. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo er sich immer über mich aufgeregt hat, wie ich immer Glück hatte. Bardo wirkt so, als würde Pascalus gleich angreifen, ne? Ich weiß nicht so richtig, Ja, was einfach da. viel mehr er ist, also.
Ich glaube, Bardo ist deutlich schneller auf der... Ich glaube, Bardo ist deutlich schneller auf der Geraden als Poskalos. Ja. Poskalos wiederum deutlich schneller in den Kurven. Fünf Leute noch ohne Strafen, ja. Respekt an die fünf. Passieren kann man sich durchaus mal eine Strafe holen, ist aber jetzt auch nicht so bekannt, für, dass man jetzt sich über 9 Sekunden holt eigentlich. Schauen wir mal. Hat schon jemand? Alle meistens nur im Sender erst zustande. Wie bitte? Kommen alle eigentlich nur im Sender erst zustande. Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Also Bardo ist so schnell auf der Geraden, also... Der wird wahrscheinlich mager fahren und alles und kommt trotzdem neben ihn. Eifbombt hier vielleicht sowas rein. Oh, kostet hier Zeit. Das ist nicht gut, aber ich glaube halt, er will gar nicht vorbei unbedingt. Das ist das Problem. Er ist halt einfach zu schnell auf der Geraden. Ja, aber was kann das verunsichern, ist natürlich auch nicht so. Nee, er muss eigentlich. Um nach vorne zu kommen. Ja, er muss eigentlich wieder vorbei, ne? Ja. Er ist halt viel angetäuscht hier. Aber hat sich ja, das hat wieder Zeit gekostet nach vorne. Bardo muss hier wieder zurück, wieder vorbei. Poskalos ist zu langsam. Vor allem kostet das Zeit, wenn Bardo zu schnell ist auf der Geraden und immer Angriffe aus Versehen setzt, sag ich mal. Radek ist gestorben. War aber in der Box. In der Box. So sauer. Erzähl, was ist los? Robin. Sauer. So, jetzt drückt auch Bardo. Ich denke mal, jetzt geht's vorbei. Ah, der Poskalos drückt dagegen. Nee, drückt nicht. Aber diesmal reicht's, oder? Ach, Alter, die Kamera in der ersten Kurve, die ist ja absolut nicht wild. Jetzt kommt ja, Poskalos aber wieder. Was macht ihr denn? Ihr müsst doch nach vorne! Oh, Vettel, Leclerc oder was fast gemacht hier? Boah, es ist doch knapp. Ah, jetzt ist Poskalos vorne. Ja, ich weiß nicht, ob das sich so, dass so schlau ist, was die zwei da machen. Nee, also nicht wirklich. Flügel angehauen bei John. Strafen, unkonzentriert, alles. Ja, das, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier 43. Oh, Bardo dreht sich! Bardo dreht sich. Bardo wirft es wieder weg! Boah. Nee, er kriegt er diesmal nicht. Boah. Das ist bitter. Natürlich belastend. Und nochmal, ne? Hat sie noch gefangen? Naja, Rico wird jetzt noch vorbeigehen. Ist noch sehr am Rutschen, das merkt man auch. 13 hin. Oh, das ist belastend. Sehr ärgerlich. Gutes Rennen gefahren, ein Fehler. Tja. Ärgerlich. Ja, Grüße gehen raus an Bodo. Jo, komm mal runter, Radek. Bodo ist der Beste. 43 echte Zuschauer, ja. Ich glaube auch. Bei Hiko immer sind alles immer fake. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen, Eiko. Kann die eigentlich mal hier mit hier rüberbringen, dann haben wir vielleicht 80. So, bei Spienemann. Der will auf jeden Fall noch auf die 9, mehr wird nicht gehen. Nee. Ein absolutes Scheißrennen für 5 Spielemann heute. Ja. Ja, hat sich ja weggedreht, Tom. Also. Oder wurde gedreht, irgendwie sowas. Er wurde. Ich weiß, hab's auch noch nicht genau gesehen. Ich habe nur einen Alpha mal fliegen sehen, der mittendrin war. Bardo holt sich jetzt auch die Softs. Ich meine, der hat jetzt auch keinen Bock mehr. Will sich da die fastest Lap holen. Also. Scofield übrigens vorbei den Atman jetzt, mit, also ne, immer noch.
Aber sie sind nah Leppard dran. lässt hier SAD ziehen. Ja. Fight gar nicht. Ist doch Elite Gamer, da darf sie nicht drehen. Beide, nicht? Oh, Bardo kommt da genau noch vor SAD raus, hat noch ein bisschen Glück gehabt. Ich meine, die Reifen wären natürlich deutlich besser gewesen, aber. Obwohl es ein PC ist, jetzt eine Sauna, okay. Ist er jetzt schon global geworden? Komm mal, komm mal. Ich glaube, da muss wieder ein neuer PC ran, glaube ich. Was macht denn der Schweizer wieder? Ist ja auch nicht. Na geil, ja. 3090. 3090 holt er, naja. Wie viel kostet die momentan? 2,5? Schnapper, oder? Ja, momentan hat sich das Rennen jetzt hier schon deutlich beruhigt, also... Ja, aber das ist ja am Schluss immer so. Keine wirklichen Zweikämpfe mehr. Also aus, da kriegen noch einen Safe-Dicker, also wenn es einer hört, ne? Macht da mal was. Nico holt jetzt zumindest mal eine Zeitstrafe. Also Karotte ist auf jeden Fall, aktuell gerade so im Strafenfenster von Schofield. Der könnte noch auf die 3 kommen, tatsächlich. Aber das ist mehr so ein Fernkampf. Ja, John hat auch schon. Ob Felix sich eine Strafe holt, ne? Das kann natürlich alles killen für ihn. Kannst ja mal gucken, ob da Warnings im Spiel sind. Oh, da muss ich alles durchsuchen, kritisch. Ich guck mal. Hat zwei Warnings. Zwei Warnings und Pascal? Ja. Oh, hat man 12 Sekunden, habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, er hat drei Warnings, okay. Also, Wartmann geht's ja ganz weit nach hinten, also. Pascal hat eine Warning. Das heißt, Felix eine Warning noch, dann ist er weg. Dann ist Pascalus da im Siegfenster drin. Oh, Karotte jetzt auch 30. Wo hat sich die denn geholt? Hä? Hör doch gerade drauf! Wo kam die denn jetzt her? Oh, super ärgerlich. Damit jetzt auch Karotte die Chance wahrscheinlich aufs Podium weg. Reifen haben wohl das PC gemacht. Heißi. Ja, was mit die? Ist ja eigentlich, also, ja. Ja, was wolltest du? Was wolltest du mich fragen? Ja, erzähl mal was. Ja, gleich WoW-Raid auf jeden Fall. Endboss ist endlich tot, deswegen machen wir jetzt die Bosse am Anfang nochmal neu. Bin richtig hyped. Und wann kommt das Comeback, ist die große Frage. Tja, wann kommt das Comeback? Schwierig, schwierig. Bardo 3 Sekunden. Sollte aber nichts ändern eigentlich. Direkt zurückkommen, wenn ich Liga 2 fahren dürfte. Ja, das glaube ich dir. Felix, du mich Strafe, hast du es nicht gesehen? Ich wollte es mal anmerken. Oh! Oh ja, danke. Ach, bitte. Ja. 30er für Felix! Ich hab irgendwie ein bisschen gejinxt für ihn, ich hab's gerade gesagt. Ja. Also. Oh, Shepard da hinten bei Lucky. Also man muss halt auch mal grüßen, dass Pascal es halt wirklich absolut viel Glück hat, ne? Also. Also wenn er jetzt wirklich gewinnt, dann bin ich jetzt vor dem Interview schon raus. Also das, ne. Das höre ich mir nicht an. Ich will es mir eigentlich auch nicht anhören, ne? Aber also, nee. Ich werde ihn wahrscheinlich dafür haten müssen, dass er mich immer gehatet hat, wie viel Glück ich habe. Weil das geht ja eigentlich gar nicht, was er jetzt hier bringt. Ja, aber noch irgendwo zwei Kämpfe bei John vielleicht. Schauen wir mal, was John hier macht. Ja, bei John vielleicht, ja. Da können wir mal gucken. Den hatten wir heute nicht so oft auf dem Bild. Er ist doch zu klein, deswegen sieht man ihn auch nicht. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt.
8 Runden Softs gegen den blinkenden Danny mit 16 Runden allen Mediums. Ja, aber John will nicht, irgendwie. Hat auch irgendwie nicht so die Speed auf der Straight Line, ich weiß auch nicht. Nee. Vielleicht Standard-Setup. Kenne ich mich hiermit aus. War gute Erfahrung in Brasilien. Ja, jetzt ist aber deutlich besser rausgekommen. Jetzt muss es eigentlich reichen. Wenn es jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Ja. Ist schon vorbei. Guck mal, was Felix macht. Felix! Nee! Ja. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist nicht sein scheiß Ernst! Was ein King, auf sich selbst wetten, dann sowas machen. Was ein King. Schon RIP John 20.000 Punkte. Ich geh mal kurz, sollen wir mal ein Live-Interview machen? Will es einer mal? Warte, ich lese mal eins ein, okay? Komm, wir machen halt Felix Live-Interview. Ich möchte eigentlich gar nicht reden, ich bin ehrlich. Ich überlasse das dir. Ich bin sprachlos. Sprachlos. Und Felix. Hi. Ist Live-Interview-Zeit, wie geht's? War mir so klar. Moin. Was war der Gedanke jetzt hinter der Entscheidung hier? Ich hatte ein bisschen 4% vorne und nachdem ich die 30 bekommen habe, dann, ja. Was hältst du denn von deinen investierten 9000 Punkten, die jetzt weg sind? Komm noch. Nee, komm noch. Meinst du, komm noch? 5 Sekunden auf Rocky hole ich jetzt in dieser Runde. Machst du das? Ja. Hat Johnny schon geäußert zu seinem 20.000 Punkten Verlust? Sag, den interessiert das nicht. Außerdem wollte ich Noah einen Gefallen tun, aber... Naja. Ja, unbegreiflich. Nee. Bisschen früh auf Mediums gegangen. Muss ich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ja, so schlimm? Ja, schlimm. Oh Mann. Was sagt Chris dazu? Ich ohne Worte. Da dafür, sagen, dass ja. Du nicht mal die Fastest Lap holst, so wie das aussieht, wie du fährst. Junge, ich hab die aus dem normalen Rennen rausgeholt. Und dann kommt Samuel und Bardo. Ja, und dann? Ja, kann ich sie halt nicht mehr. Nee, jetzt wirst du auch nicht bekommen. Ja, ja, ich weiß, Pascal ist der einzige, ohne Strafe gewinnt das Rennen. Lächerlich, dass ich für den Cut eine Strafe bekommen habe. Wirklich, zweimal da rausgefahren, zweimal Strafe bekommen für nichts. Schofield schafft es endlich mal nach Hause und holt das Podium. Karotte wird Dritter, vor Rocky, Atmar auf die 5, Fakes wird noch Sechster. Ja. Da muss man echt mit dem Kopf schütteln. Tut weh. Ja. Ja, und Pascalus, da will ich auch nichts zu sagen. Das ist peinlich. Danke, Tom. Danke, ich bin schon noch live of the day. Ja, das auch. Spielmann wird noch 9. trotz Dreher. Shep hat auch ein einsames Rennen gefahren auf 10. Rebeef mit einer guten Pace, aber leider 2 Dreher auf die 11. 3 Zehntel bei der Wette. Ja, ne? Tja. Geht's wieder an Norrell. Wie viel hast du bekommen, Norrell? Weißt du schon? Ich hab nicht gewettet. Muss Pala noch auflösen, oder? Ja. Kannst du zur Not auch gleich auflösen, aber. Ich bin Dr. Okay, Rich. Ja. Jetzt möchte ich aber auch so cringe TikToks von dir sehen, ne, Norrell? Bin ich ehrlich. Mit einer Metzo. For sure. Schon lange nichts mehr gesehen von dem, bin ich ehrlich. Und wir mal wieder gönnen, ey. Das Carlos Driver of the Day. Ja, ich. Ich muss, glaube ich, kotzen. Ja, irgendwie, weiß auch nicht. Guck doch TikTok-Channel. Ja, den habe ich gemutet. Ich muss mal wieder reingucken. Schick's doch mal in den anderen Channel rein. Da, wo ich reingucke ab und zu mal. Ja, starke Leistung von Schofield. Und auch Karotte und ja, Pascalus, Mr. Glück hat zugeschlagen, glaube ich. Ich darf es mal nicht so vor ihm sagen, damit er, glaube ich, wieder mehr hat. Ich glaube auch. So. Felix, 15. langsamer als Bardo bei der schnellsten Runde. Ja. Nicht mal die fastest left geht am Fakes und genau das ist das, was ich gerade. Oh, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hallo. Nicht Drive, Google Drive hier. Weg. So. Ja.
Ja. Pascals gewinnt vor Schofield, vor Karotte. Rocky auf der 4, Atma mit 1000 Strafen auf der 5. Felix, Entschuldigen mal, naja, ne? na. 7 auf Hiko, 8 wird Bardo, 9 zur SHD. Gäbe es, ehrenhafter Name, Grüße gehen raus. Schauen wir auf der 10, Mimi auf der 11, 12 Lucky, 13 John, 14 Danny. Und der Rest ist, glaube ich, eh gestorben. Nee, Samuel und Sebastian Weber sind noch ins Ziel gekommen, ab 15, 16. Es ist gestorben. Ne, es gibt, glaube ich, nie Watch Together Streams, glaube ich, hier. Ich glaube, da kannst du lang drauf warten. Dann riss sich auch mal hoch. So, moin ihr drei. Moin. Erstmal Pascalus, schämst du dich? Warum? Dreckige Aktion. Was? Gegen Ich wen denn? gönn's nicht. Also, Bin ich Pascalus, ne? ehrlich. Also, Punkt 1, ne? Was sagst du eigentlich dazu? Was hast du eigentlich immer zu mir gesagt, wenn ich ein Rennen gewonnen habe? So. Hamilton Wie kann Glück. man denn nur so viel Glück haben? Was sagst du denn zu deinen Rennen heute? Also Außer, wie kann man denn so viel Glück haben? Glück, also gut, das virtuelle Safety Car war Glück. Ja, und dass Bardo sich wegdreht hinter mir, war auch Glück. Aber ich habe halt schon auch die Leute überholt und mir keine Strafe geholt. Also nur Glück war das Muss man jetzt ja nicht. natürlich lassen, du hast keine Strafe geholt. Muss Nur man die Glück war erstmal das machen. nicht, sagt er. Verstehe nicht, warum Felix in die Box gegangen ist. Ja, das verstehe ich auch nicht. Der Wollte er wollte wieder dir sein Podium, Schlimm holen. weggeschenkt. Aber Ja. wahrscheinlich wieder Fast Lap, ne? Nicht Ja, mal das die hat ist. er geholt, nicht mal die hat Ja. er geholt. Eieiei. Traurig, aber wirklich wahr. Ja, Karotte, wie war da. Schofield. Ist Schofield da? Ja. Ja, Schofield war dein Rennen. War gut gelaufen, oder? Also für Ja, dich? außer mit dem gelben Frontflügel fertig fahren. Sonst war es eigentlich okay. Ach, du hattest einen gelben Frontflügel sogar? Ja, Box, Ausfahrt. Ah, Mimi dafür fährt den echt gelben Respekt. Frontflügel, war trotzdem schneller als ich. Ja, dafür Respekt. Starke Pace auf Für jeden Fall. das bin ich zufrieden. Ja, da kann man definitiv auch zufrieden sein. Aber schade. Ja, Karotte, wie war dein Rennen eigentlich so? Eigentlich ganz chillig. Ich hatte nur Glück, dass Rocky wieder geleckt hat. Dadurch hat er irgendwie 2 Sekunden verloren. Und am Ende waren es dann nur 6 Zehntel wieder, wo der hinter mir war. Also, keine Ahnung, was da bei dem los ist. Aber mein Rennen war sonst ganz gut, Ja, am Ende noch Glück gehabt, dass Fakes da die ja. geistig behinderte Aktion Ja. des Jahres gemacht Das hat. war wirklich Also, geistig behindert. weiß ich nicht. Wurden eigentlich die Punkte schon eingelöst, oder? Also Fakes kriegt auf jeden Fall nichts mehr. Hätte Ja, ich übrigens irgendeinen noch Fehler gemacht oder mir ein eine Verwarnung? Rebrief-Interview, ne? Denk dran. Naja, hab ich im Schirm. Ach, ist der reingegangen wegen der Wette? Ne, Ich wahrscheinlich. glaube, Er hat's wegen nee. 3 Er hat Zehntel hat gesagt, dass das seine nicht geschafft. Reifen. Er hat es Ich am glaube, meinst Ende deine die Reifen dann 3 kaputt Zehntel gehen? nicht geschafft. Er wollte es, glaube ich, aber Oh, schon noch schaffen. ich kann mir aber nicht vor. Aber hätte ich eine Verwarnung noch gekriegt, dann hätte ich auch 3 Sekunden, dann hätte das Rennen gewonnen. Also. Ja, du bist übrigens der Einzigste, Einzige, wie auch immer, Ja. der keine Strafe geholt hat. Was? Jetzt? Gibt es da nicht so andere Spezialisten, die auch keine Strafen sammeln? Weiß ich nicht. Ich habe keinen gesehen, das Rennen. Okay. Ja. Glück So, gehabt. Podiumsbild ist mittlerweile auch fertig. Krotte bist leider ein bisschen kleiner geworden. gegen wen war das? Ich glaube, das war mit Bardo, glaube ich. Nee, gegen wen war das denn? Und Rocky? Da bin ich, habt ihr das drauf gehabt nach der zweiten Geraden, wo wir nebeneinander waren? Zu dritt? Ja. Wo du Gegen über. wen war das? Das war gegen Atman Ach und. so, ich hätte gedacht, das wäre gegen Scofield. Atman und. Oh, Ja, Felix Bardo. Bardo? Ja, Felix Bardo? Bardo. Irgendwie sowas. Irgendwie Ne, sowas. Felix habe ich nicht überholt. Ich Okay, habe mir ja, das von dann war hinten es Bardo. angeschaut. Dann war es Bardo. Und Atman auf jeden Fall. Ja. Ja. Es war schon wild. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch das Wunschinterview mit Rebeef. Könnt schon mal eure Fragen raushauen in den Chat. Ja, und die drei, die auf dem Podium waren, denen wünsche ich noch einen schönen, angenehmen Abend und Dir auch. genießt euer Podium. Du Ich kannst mich steige jetzt bei nicht dir verlassen, ein. Smithy. Also die 5 Doch, Minuten ich musst du muss jetzt noch doch hier jetzt. bleiben. Ich muss jetzt raiden. Aber sag's keinem. Ich sag's keinem. Okay, dann leider da muss mich Pascal deswegen noch unterstützen.
Also bin ich ja, so, ist dann zu schwer mit Bibi von bin ich so schüchtern. Okay. Dann bleibt der hier. Ja. Kann auch ein bisschen über Kaninchen reden oder so. Och. Tim schenken Sub an Desatura, danke. Kuss, warum kommt eigentlich kein Alert hier in diesem Podium-Screen? Was ist da los? Muss ich da extra was einstellen, Pascal? Ja, musst du. Muss ich? Wusste ich nicht. Ja, musst du mir mal erklären nach dem Stream. Das Fenster da reinmachen. Ja. Sorry dafür, kommt aber noch. Muss mir Pascal das gleich nochmal nach dem Stream erzählen. Und jetzt TTS und für immer IRC funktioniert auch nicht. Also, ja. Nicht einlösen. Erklär mir das gleich mal, bitte. Ich bin dumm, ich bin dumm, du weißt es doch. So, ich zieh mal Rebeef. Moin Rebeef. Gumo. Willkommen zum täglichen Interview. Wie war denn dein Rennen? So, starke Pace. War das echt mega gut unterwegs mit den Mediums und dann die zwei Dreher? Ja, ich weiß gar nicht, warum ich die Mediums drauf hatte. Ich habe am Anfang, ich mache nie wieder vorm Rennen die Taktik einstellen. Weil ich habe ausgewählt Soft, dann Medium und hinten nochmal so eins in Soft, weil das geht ja irgendwie nur mit drei. Warum? Ja, genau. Ja. Also eine Lap halt. Und dann hat er mich einfach auf Mediums gesetzt. Ich weiß nicht, was das soll, dieses Dreckspiel. Das fuckt so ab. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber an sich kam ich damit eigentlich ganz gut zurecht und ich konnte auch die ganze Zeit dranbleiben. Aber dann habe ich halt im zweiten Sektor einmal dieses ganze Rennen vergessen, auf Mager zu stellen. Und dann hat es mich umgeworfen. Ja, sehr ärgerlich. Ich stell da immer um, jedes Mal. Und dann hat es mich umgeworfen. 11, glaube ich. So. Hat denn jemand von euch eine Frage von denen, die hier sind? Ja, du bist... Findest du das? Oh, sorry, ja, mach. Ja, du hattest eine krasse Pace. Also am Anfang, da hast du ja immer gut mitgefahren mit den Medios. Am Anfang habe ich immer gesehen, dass du noch hinter uns warst. Aber was ist dann passiert? Dann, oder warst du die ganze Zeit noch dahinter? Ich war eigentlich recht lange dahinter, bis dann im zweiten Sektor, da wo es dann wieder auf die lange Links geht, diese letzte enge Kurve. Eigentlich fahre ich den zweiten immer auf Mager, damit eben sowas nicht passiert. Und dann habe ich es vergessen umzustellen, warum auch immer. Und dann habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben und habe mich da weggedreht. Ja. Aber keinen Flügelschaden geholt. Aber du hast eine krasse Pace gehabt auf den Mediums. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber ging echt gut vorwärts eigentlich. Ja, da wäre auf jeden Fall mehr gegangen, hätte ich mich da nicht zweimal gedreht. Ich hab dann wieder heiße Reifen gehabt und mich dann nochmal gedreht und dann war irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Ärgerlich auf jeden Fall. Ja. Na, heute kommen aus dem Chat nicht so viele Fragen. Außer Lieblingsfarbe. Ich habe noch eine Frage. Haut raus, haut ruhig raus. Und zwar, wie findest du das hintere Fahrerfeld in Liga 2? Kann man da gut fahren, oder? Ja, kann man. Doch, also ich weiß nicht, ich hatte bis jetzt eigentlich immer Glück gehabt. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Wäre trotzdem für Liga 3. Ja, Spielermann, Fax. Lieblingsfarbe? Orange. Sowas ist ja so lange überlegt dafür. Ja, also über Lieblingsfarbe mache ich mir wenig Gedanken. Okay. Solltest du, ist eine Standardfrage hier. Ja, stimmt auch wieder. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Stream. John wird gleich den Stream anwerfen für Liga 1. 19:15 geht's dann los. Seid dabei, schaltet ein. Und ja, wünscht den Fahrern inklusive mir viel Glück, würde ich sagen. Ansonsten, dir immer, Chris. Danke. Ansonsten, ich bin raus, macht's gut, ciao. Ja, das war Jo, dann.